Herzlich willkommen zu einem neuen Trinkabenteuer und heute gehen wir gemeinsam schwimmen. Keine Angst, die Kleidung bleibt an. Es geht eher um ein gustatorisches Schwimmerlebnis. Es geht um einen berühmten Cocktailklassiker aus den 80ern, vom sehr geschätzten Charles Schumann kreiert. Es geht um den einzigartigen Swimming Pool. Das ist ein Drink mit Blue Curaçao, was vielleicht für den einen oder anderen Unkenruf oder zu dem einen oder anderen Unkenruf führen kann, zu Unrecht. Denn tatsächlich kann man, das haben wir ja schon mal beim Corpse Reviver Number Blue in Menge hier gelernt, kann man exquisite Drinks mit Blue Curaçao machen, die sehr gut schmecken. Aber natürlich mit so einem Augenzwinkern, weil sie blau sind, vielleicht auch ein bisschen für gute Laune sorgen. Und darum geht es ja schließlich auch beim Swimmingpool. Der Swimmingpool ist eigentlich in der Vergangenheit, also was daran besonders war schon früher, ist, dass man weißen Rum und Wodka kreuzt. Das ist eigentlich so ein Ding unter Barkeepern, wo man früher gesagt hat, das darf man auf keinen Fall machen. Der gute Charles hat das gemacht und er hat also quasi die Pina Colada ein bisschen weiterentwickelt. Er hat, wie gesagt, den Alkohol gemixt, er hat Blue Curaçao zugegeben. Es gab, ich bin mir gar nicht sicher, ob in seiner Version Sahne drin war. Auf jeden Fall richtiges Kokosfett und Sahne und Saft. Und also auf jeden Fall war es so ein bisschen eine Anlehnung an eine altgemachte Pina Colada. Ein bisschen frischer oder durch den Blue Curaçao kriegt das noch so einen Orangen-Touch. Das ist ja eine Art Orangenlikör. Und auf jeden Fall, glaube ich, war es, ich meine, das hat, glaube ich, schon Herrn Schumann berühmt gemacht oder die Bar, also es hat ihn vieles berühmt gemacht, nämlich sein einfach geiler Job, aber dieser Drink war glaube ich schon einer der ersten, der so aus Deutschland so ein bisschen um die Welt ging und überall bekannt ist. So, und jetzt haben wir uns im Le Lion schon vor einiger Zeit erlaubt, diesen Drink zu pimpen, eine Art 2.0 Version zu machen, einfach zu sagen, Mensch, cooler Drink, aber klar, wie es immer so ist, ist ja auch schon 20, 30 Jahre her, die Zeiten haben sich geändert, wir haben ein paar Zutaten verändert, aber die Idee wollten wir beibehalten und jetzt servieren wir immer schon die 80er, also bei der 80er Sitzdiskothek im Le Lion den sogenannten Swimmingpool. Ich weiß gar nicht, ob wir 2.0 geschrieben haben. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben einfach Swimmingpool geschrieben. Und die Idee hier ist ähnlich wie beim guten Charles. Es wird geblendet in eine Art Elektromixer. Wenn ihr zu Hause das machen wollt, so wie wir es machen, braucht ihr wahrscheinlich so eine Art Küchenmixer, wenn ihr keinen Hammond Beach habt. Warum solltet ihr den Hammond Beach haben? Also ich fände es cool, wenn ihr einen hättet, aber gut. Man braucht Wodka und davon braucht man 3 Cl. Hier haben wir den guten, die polnische Kartoffel, Vestal. Dann weißen Rum. Ich habe mir einen kleinen Kunstgriff erlaubt. Ich habe den Bacardi Neo genommen. Der hat so einen feinen Vanilleton, aber eigentlich geht es darum, den weißen Rum zu nehmen. 2 Cl. Dann brauchen wir 15 Milliliter oder 1,5 Cl frischesten Limettensaft. Das reicht nicht so ganz, da brauchen wir ein bisschen mehr. Und das ist tatsächlich nicht Originalrezept, denn da haben wir uns so einen kleinen Kunstgriff erlaubt und gesagt, wir würden den gerne so einen Hauch frisch machen. Weil, es hat ja auch schon, da kommen gleich noch ein paar Zutaten, die ein bisschen Fruchtzucker mitbringen. Und wir glauben, dass das in der Summe einfach eine sehr clevere Idee ist. Dann kommt die gleiche Menge, 1,5 Cl oder 15 Zentiliter vom feinsten Orangen Curaçao mit dem blauen Einschlag, Blue Curaçao. So, und dann haben wir unter anderem zum Beispiel von Bonron, das ist in so Boxen, haben wir schon umgefüllt Ananaspüree. Davon nehmen wir so 3 Cl. Also im Original ist das mit Saft gemacht. Ihr könnt auch Saft nehmen, aber der ist natürlich ein bisschen anders. Das hier ist super intensiv, total natürlich. Das ist einfach frische Ananas sozusagen gefroren. Man kann es kaufen. Man kann es auch, wenn ihr euch so ein, das sind glaube ich immer, was ist das? Liter, also ungefähr ein Kilo. Das heißt, ihr könnt es auch, weil es immer gefroren ist, wenn man es dann auftauen lässt, hält es für 1-2 Wochen, aber irgendwann sollte man es aufbrauchen. Das heißt, ihr könnt auch einfach immer ein Stück von dem Gefrorenen abschneiden und auftauen lassen. Ihr müsst es nicht in eins benutzen. Falls ihr Platz im Frost habt, könnt ihr also auch so eine Art Püree kaufen. Ich glaube, man kann auch einfach im Supermarkt so frische, gefrorene Ananaswürfel gibt es bei einigen Supermärkten und dann püriert man die schnell, wenn es losgehen soll. Oder da gibt es verschiedene Techniken. Und jetzt, ich habe das Wichtigste vergessen. Ich stelle euch schon mal, ich habe es gerade wieder in den Froster gestellt, weil ich noch einen Moment, ich stelle euch schon mal hier den Deckel hin. Warte, ich bin sofort wieder da. Mein Gott, wie konnte mir das passieren? Also ich wollte hier gute Qualität. Es geht darum, dass wir etwas sehr Geiles brauchen.
Nämlich, warte, habe ich den Löffel hier. Nämlich, wir kaufen im Le Lion, das heißt Giolito Coco. Das ist eine Kokos-Eiscreme. Die ist brutal, brutal intensiv und hat wirklich, die hat diesen geilen Kokosfettgeschmack, wenn man in frische Kokosnuss beißt. Die ist extrem gut gemacht. Was ist denn das? Milcheis mit Kokosnussmilch. Okay, 20% Kokosnussmilch. Also vielleicht habt ihr noch eine, die noch intensiver ist. Wir finden die sehr geil. Zutaten sind tatsächlich, was da drin? Milch, Kokosnussmilch, Glucose, Sirup und Zucker. Magermilch, Rahm, Kokosnuss, Raspeln kommen da auch noch rein. Na gut. Kakaobutter. Aha. Nun denn, auf jeden Fall haben wir die im Le Lion, Giolito. Vielleicht habt ihr noch eine andere Empfehlung, aber das ist das, was hier mit. Davon nehmen wir so ein, zwei. Also im Rezept steht 2 Teelöffel. Ich habe jetzt mal so ein bisschen größeren Esslöffel genommen. Das Problem ist natürlich, man muss das gut vermixen. Also ich mache es jetzt mal schon so ein bisschen kleiner, weil sonst dreht sich das immer mit der Spindel mit und vermixt sich natürlich nicht. Jetzt hatten wir natürlich ein bisschen was damit zu tun, wie hart das ist. Das kommt jetzt gerade frisch aus dem Froster. Das ist natürlich noch ein bisschen sehr hart. Deswegen helfe ich hier mal so ein bisschen technisch nach, bevor der Spindelmixer hier gleich einfach nur hin und her schleudert und nicht richtig verrührt. Ich habe schon mal ein bisschen vorgemixt. Ich finde fast, entweder muss ich ein bisschen mehr Kokos nehmen. Ja, ich glaube, ich nehme noch ein bisschen mehr Kokos. Das ist noch so ein Hauch zu frisch. So. Und jetzt ist natürlich die Geschichte, man muss es sehr gut vermixen. Ich mache es einmal ohne Eis ein bisschen. Und jetzt gebe ich ein bisschen Crushed Eis dazu. Hat natürlich ein bisschen was damit zu tun, wie viel, wie groß nach euer Glas ist. Sollte nicht zu klein sein. So, wir geben alle Stufe 3 für den Swimmingpool. Die Hand ist kurz vor abgefroren. Das scheint mir sehr gut. Nice. So. Okay, here we go. Unser kleiner blauer Milchshake. Naja, ein Milchshake ist es nicht so ganz. Ein Rum-Wodka-Shake. Der Swimmingpool. So. Und jetzt wir haben hier so ein paar geile getrocknete Kokosraspel. Ich finde ja, ich weiß gar nicht, ob wir es im Lillian auch so machen, aber so ein bisschen Minze dazu, zu dem Blau noch ganz nice. Und dann kann man natürlich einen Trinkhalm nehmen, man kann es auch einfach so trinken, würde ich mal sagen, auf den Swimmingpool. Da ist es. Dieses gelernte Kokosnuss-Ananas-Potpourri. Aber diesmal ungewöhnlich frisch und ungewöhnlich natürlich. Mit diesem Hauch Limette und einfach sehr guten Kokosnuss und sehr freshen Pineapple. Oha, also es hat nichts mit dem zu tun, was man eigentlich kennt. Diese süßen Coladas. Sondern das hier ist tatsächlich wie so ein guter Körper oder Arschbombe, je nachdem, was ihr wollt, in den Swimmingpool. Erfrischend, aber dennoch schön sommerlich. Das ist geil. Das ist unser Remake des Swimmingpools. Wird gerade tatsächlich auch serviert im Le Lion. Ich glaube, das ist ein bisschen anderes Glas und die machen das natürlich immer viel schöner als ich.
für den Sommer. Jetzt ist so die Erdbeerzeit und so ist jetzt langsam alles vorbei. Guck mal, jetzt braucht ihr für zu Hause so eine, kauft euch ein geiles Kokoseis und versucht doch einfach mal die ganzen Kokosnussklassiker, Pina Colada, weiß ich, statt mit Kokosnuss-Sirup oder sowas, macht es doch mit frischem, geilen Eis. Blendet es ordentlich. Ich glaube, das sollte bei den ganzen Klassikern gehen. Wir machen tatsächlich noch einen anderen, den mache ich nachher auch nochmal. Mit Kokosnuss-Eis, da ist auch ein cooler Ex-80er-Drink, den wir sehr gepimpt haben. Da würde mich, den ändere ich ein bisschen, da möchte ich was probieren. Und ansonsten würde ich sagen, hier kommen noch ein paar Trinkabenteuer. Kauft euch Kokosnuss-Eis, Blue Curaçao solltet ihr sowieso haben. Mixt euch einen Cops Reviver Number Blue. Bis bald. Ciao Kakao, kann ich nicht sagen, ist hier drin, aber ciao Kokos. Reimt sich nicht, egal. Tschüss.